Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic mit mir, dem Endking. In der letzten Folge waren wir bei den Rakata, bei den Priester-Rakata, soweit ich mich erinnere. Und die haben uns erstmal etwas über ihr altes Imperium erzählt und wie das zerfallen ist. Und jetzt sind wir immer noch auf diesem uralten Planeten, wo die herkamen. Und wir müssen jetzt auf der anderen Seite, beim nördlichen Strand, soweit ich jetzt richtig liege, müssen wir jetzt dem kriegerischen Stamm der Rakata den Speer entlocken, den sie gefangen genommen haben von den guten Rakata, sage ich mal so. Und ja, ich habe jetzt dafür mal meine Gruppe ein bisschen geändert. Ich habe jetzt meinen Strubbelteppich hier mitgenommen. Zalbar, genau. Und Johani. Und Zalbar habe ich jetzt mal zu seiner geilen Zeremonieklinge noch dieses die Giftklinge von Nagasado gegeben. Mal gucken, ob er damit gut umgehen kann. Also viel Schaden macht er schon. Nur die Trefferchance ist jetzt nicht so hoch, als wenn ich jetzt nur diese eine Klinge dran lasse. Oder ihnen ja nur eine Klinge in der Hand gebe. Aber es müsste auch funktionieren. Und man sieht schon, die sind technologisch unterentwickelt. Die haben ja gar nicht so Blitzabwehr. Wow, 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 wow. Shanti King, Matawama Mulira. Yuma Lipa Ak Inkoku. Da Huba Botenia Go Juju Bitti. Das Grandito Patsleo. Ach so, ja, ich wollte jetzt eigentlich mit euch verhandeln, aber ist okay. Alles klar, dann machen wir mal Machtwelle oder sowas. Ich gehe mal ein bisschen weiter nach vorne. Jawohl, geil. Und am besten schmeißt Johanni mal ihr Lichtschwert oder so. Kann sie das machen? Kann sie das? Ja, sie kann es. Geil. Ja. Wow, 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 wow. Und nochmal los, komm nochmal. Wow, 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 bam, 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 bam. Geil. Hier war es gerade. War es gerade Zalbar oder was? Ey, heftig. Wie viel. Wenn es aber wirklich so viel Schaden macht, wie ich das gerade sehe, dann flippe ich aber raus. Das tat weh. Nein, überlass den Zalbar, Johanni. Euer Wunsch? Das tat weh. Was er drauf hat. Okay, jetzt sehe ich immer noch nicht, ob das Zalbar war oder ich. Naja. Ich glaube, Zalbar hat es auch drauf mit seinen Klingen jetzt. Ha. Er hätte einmal dieses legendäre Schwert von Bakka, diesen komischen Wookie. Diesen legendären Teppich. Und einmal von Nagasado, die Giftklinge. Also da kann nichts mehr schief gehen eigentlich. Würde ich mal sagen, was hat Johanni eigentlich da? Ich glaube, die hat dieses komische Assassinenmesser. Genoradanische Giftklinge, ja. Jetzt beide die Giftexperten, ja. Und ich mit meinen beiden Lichtschwertern mache jetzt alle platt. Ja, die haben wirklich gar nichts hier. Technologisch total unausgereift. Alles total kaputt hier. Nee, es geht ja gar nicht. Naja, wollen wir mal Hallo sagen. Und mal gucken, ob wir den einen nicht doch umstimmen können. Ich weiß ja gar nicht, wieso der uns hier umbringen will. Nur weil wir mit den anderen Rakata geredet haben. Ich war da nur alle töten, wisst ihr? Hi. Ah, das ist ja scheiße. Luo. Ja, man hätte sich natürlich den hier auch anschließen können, aber das sind hier die Bösen natürlich. Und da wollen wir natürlich nichts. Mit denen wollen wir natürlich nichts zu tun haben. So, ich schicke erstmal mich auf den und Johanni auf den hier. Und der Wookie darf sich erstmal gerne mit dem da vergnügen. Mal gucken, ob Zalbar es wirklich so drauf hat. Jawoll! Ey. Jetzt geht der ab hier. Fast, sag mal, ja, okay. Dreimal wahrscheinlich. Drei Angriffe braucht er, um den jetzt zu kletten. Das ist schon geil. Jawoll! Zalbar braucht nur noch ein bisschen mehr auf Duellieren drauf. Der hat ja bisher nichts auf Duellieren drauf. Zap, los! Jawoll, dann würde auch die Trefferchance etwas erhöhen. Bei den beiden Schwertern. Aber so ist das schon mega geil, was er drauf hat. Jawohl. Ich dachte mal, ich nehme mal bei dem letzten Planeten hier noch mal ein paar von den Charakteren, die ich nicht so oft benutze. Weil Cyber habe ich bisher gar nicht benutzt, soweit ich mich erinnere. Außer vielleicht mal ganz kurz am Anfang von Kashyyyk. Aber nun gut. Jetzt sind wir hier alle vereint. Diese kleine Ork. Johanni sieht aber auch wirklich aus wie ein Ork, oder? Oder bin ich gerade verpeilt? Nein, die sieht wirklich schon seit immer so. Die sieht immer schon wie ein Ork aus. Nein, du sollst springen, Dude. Spring doch. Springen. Springen, los. Ach, er will den Machtsprung nicht machen. Das ist mega kacke. Ja, jetzt den wollte ich haben, ganz genau. Los, macht sie alle. Zap, zap, zap. Keine Chance hier. Aber ich wette schon, Zalbars Gestank. Boah. Und die Flöhe, die schrecken schon die meisten ab. Deswegen sind die vielleicht schon vorher ein bisschen. Haben die vorher schon Angst und sind dadurch ein bisschen geschwächt. Oh nein, ein stickender Teppich. Oh, und dann berühren wir die nur mal ganz kurz am Arm mit dem Lichtschwert und dann fallen sie schon um.
Schätze ich mal, so müsste es laufen. Also läuft es schon die ganze Zeit, würde ich mit. Alles klar. Da hinten ist noch so eine Weidenkiste. Ne, ich glaube, in diesen Weidenkisten ist eher nur Scheiße drin. Beziehungsweise nicht viel. Oh, Gyarchi, Hüter des Wissens. Aufs Maul! Jawohl, kannst du haben hier. Nein, ich bin dein Untergang. Ja. Oder wir sind dein Untergang. Oder euer Untergang. Wir wollen uns jetzt hier nicht drum streiten. Aber ich hatte nicht im Kopf, dass wir doch noch alle hier meucheln müssen. Ich dachte eigentlich, man hätte hier noch handeln können. Aber nun gut. Ist ja jetzt eigentlich schnurzegal. Was haben wir denn hier so schönes drin? Auch wieder nur dieses Standardzeug. Also nichts Interessantes. Naja. Und ich glaube, wir hätten andersrum gehen müssen, oder? Ja, aber dadurch haben wir jetzt auch keine Weidenkiste verpasst. Diese ultra wichtigen Weidenkisten hier, die hier überall rumstehen. Oh ja. Bin ich echt froh, dass ich die nicht übersehen habe. So, die nächsten. Aha. Da vorne. Bis hin hier. Ja. Wow. Geil. Und da werde ich mal mein Lichtschwert hin. Das ist den hier, Alter. Nein, er ist auf den hier. Flap, flap, flap. Gib ihm Zalbar, los. Das kann aber nicht wahr sein hier. Ich würde gerne mal Machtwelle einsetzen. Los. Ja, schon zu spät, egal. Zalbar, Attacke. Ja. Jawohl. Ah, die haben wirklich keine Chance. Sieht aus wie ein Erholungszentrum hier. Okay. Ein Spa ist das hier, genau. Legen Sie sich zurück, wir massieren Ihre komischen Füße. Was haben die eigentlich für Füße, die Rakata? Die haben... Ah, solche Dinosaurierfüße. Oh. Ja, die Rakata sehen schon komisch aus. Aber nun ja, da können sie auch nichts für. Evolution halt. Denken wahrscheinlich auch, unsere Füße sind total hässlich. Ah, hey! Ein Drink bitte. Da wieder auch welche. Oh. Es sind ja viel zu viele hier, die wir meucheln müssen. Das ist total schlecht. Naja, aber hatte ich das letzte Mal auch so? Ich weiß es gar nicht mehr. Ob es wirklich immer so ist, dass man die hier abmetzelt, wenn man zuerst mit den Priestern redet, aber egal. Oh nein. Sprung los! Nein, er will nicht. Ach, egal. Angriff! Ja! Ihr seid hinter mir. Ich speichere nochmal ganz kurz. Und. Ah, ja, jetzt kommt das etwas heftigere. Naja. Heftig jetzt nicht, oder? Ist einfach gar nichts mehr. Macht euch auf einen spannenden Kampf gefasst. Also noch spannender als die hier. Naja, das sind eigentlich keine Kämpfe. Das sind einfach. Abschlachten ist das hier, was wir hier tun. Aber anscheinend haben wir keine andere Option, wenn die uns alle angreifen. Tja. Der Pech. Ja. Meister in Ruhe, los. Okay, wo gehst du jetzt hin? Okay. Ja, ist eigentlich nur egal, wo wir hergehen. Komm her, du Assi. Mach dich kalt. Dich genauso. Guck mir nicht so doof an. Jawoll. Oh, wir könnten uns mal ein bisschen heilen lassen. Ja, wunderschön. Ich, frag mich nur, ob der eine uns dann auch wieder erkennt. Anscheinend haben wir auch mit diesem Rakata-Stamm zu tun gehabt. Schätze ich mal, als Revan. Und jawohl. Nun gut, aber... Oh, jetzt geht er mal hier weg. Verdammt nochmal. Da hinten ist er, oder? Ist er das? Hallo, einer. Na, ihr seid aber süß auch. Ist das jetzt hier der eine? Der eine. Okay, er lässt nicht mit sich verhandeln, aber nun gut. Ist mir jetzt auch schnurzegal. Und die haben alle nur junge Rancor, aber schon außergewöhnlich, dass die Rancor überhaupt zähmen können. Unglaublich. Ja, Elitekrieger der Rakata, wieso kümmere ich mich erstmal nicht um den hier? Jawohl. Hey, der ist gleich schon tot. Ach, der heilt sich auch noch. Was ist das für eine dreckige Sau? Okay, ich glaube, ich sollte erstmal die Rancor hier ausschalten. Die machen am meisten Damage. Angriff! Johnny, greif erstmal die Rakata hier an. Lähmungsfeld.
Und Light. Das ist auch Light. Los. Aktiviere Light. Okay, das bringt irgendwie überhaupt nichts. Ich denke schon... Ah, den Rancor kann ich mal plätten hier. Nachdem ich ihn erstmal geheilt habe. Angriff, los. Und nochmal. Und nochmal, los. Jawoll. So, erstmal den Rancor hier plätten. Ah! Scheint einfach hier so rum, ey, diese Kurve. Ja, olle, geil. Johnny macht den auch noch platt und ich. Ah nein, ich bin gelähmt. So der Shit hier. Mach den Typen noch platt. Jawoll, ey. Alle eine Stufe aufgestiegen, geil. Ah. Zahlbar, neue Fähigkeit. Ach Mensch, ich wollte ihm eigentlich hier zwei Waffen, also damit er besser mit zwei Waffen umgehen kann, aber nun gut. Dann machen wir ein bisschen mehr auf Reparieren. Was ist das denn hier? Machen wir ein bisschen mehr auf Heilen. Der Junge hat auch keine Machtfähigkeit, womit er sich heilen kann. Juhani, was kann die denn jetzt hier so schönes erlernen? Ach, ich mach mal irgendwas hier. Talente. Ja, also hat sie zwei Waffen in der Hand? Oh, ich glaube schon. Oder bin ich gerade doof? Ja, doch, hat sie. Klar. Und dann kommen wir zwei Waffen, mache ich hier. Kräfte. Ach, irgendwas, was hier empfohlen wird. Machtrüstung ist okay. Also mal schauen. Sie hat wirklich zwei Waffen in der Hand. Ja, ich gar nicht gecheckt. Okay, was kann ich mir beibringen? Lass mal, was kann ich, kriege ich jetzt hier noch? Alles kriege ich hoch. Stärke, oh ja, mehr Stärke. Ja. Fähigkeit. Überreden? Ja, wieso nicht? Obwohl, nein. Überreden ist ganz gut. Talente, Meisternacht-Machtsprung und Meistersinne. Oh, geil. Wow, Meisternacht-Machtsprung. Meister-Nacktsprung. Ich stelle mir gerade vor, wie ich nackt einfach dem Gegner einen vor, einfach in die Fresse springe. Boah. Ja, pervers, ich weiß. Entschuldigung. Waffenfokus, Laserschwert. Oder mehr Zähigkeit. Ich weiß nicht. Plus 1 Bonus auf Angriffe mit dem Laserschwert. Naja, ich glaube, ich mache erstmal mehr auf Zähigkeit. Ja, da erhöht sie unsere Gesundheit und wir haben eh so wenig Gesundheit, wie ich finde. Druiden betäuben. Ihn betäuben. Naja, nicht unbedingt. Was haben wir denn hier sonst noch? Irgendwas, was unsere... Ja, Machtaura. Verbessern sich seine Rettungswürfe. Mit Rüstung nicht möglich. Auch scheiße. Dann ist das so eine Fähigkeit, die wir eh nicht einsetzen können. Und Ruinen betäuben ist aber mit Mistrüstung möglich. Okay. Verbesserter Machtwiderstand. Das ist ja lame. Wir haben so viele Fähigkeiten hier, die wir gar nicht benutzen dürfen. Aha. Verwunden. Helle Macht, Druiden betäuben. Ach komm, mach mal einen Druiden betäuben. Ist mir jetzt schnurzegal. Alles klar. Hat der eine irgendwas bei sich? Zwei Betäubungsgranate und Vibro-Schwerter. Gar nichts sonst. Das ist ja langweilig. Und hier, ein Schatz. Oh, mein Schatz. Oh, ha, ha. Oder was ist das? Oh, ist das Kotze. Oh, ist das die Kotze. Oh. Da hinten sind die Speer. Oder ein Speer, ja. Wunderschön. Haben wir den noch, doch noch gefunden, der hier... Überlebt? Ja, wirklich. Er lebt noch. Haha. Die anderen sind nicht mehr so am Leben, ne? Ihr werdet gesagt, dass ich euch retten möchte. Ja. Der Rat schickt mich, um euch zu retten. Lauf! Jawohl, das haben wir hier erfolgreich geschafft. Die anderen sind hier ja, Schaschlik-Spieße. Und sonst haben wir auch nichts mehr zu tun hier, oder? Auch sonst zu verpieseln. Ach nein, die Weidenkisten. Oh, die dürfen doch alle ausräumen. Ja, ich glaube, das will ich euch nicht antun. Deswegen schneide ich hier und dann sehen wir uns bei den Ältesten wieder. Bis gleich. Aha, aha, was sehe ich denn hier? Schiffsteile, aha. Ja, die können wir gut gebrauchen. Jawohl. Aha, ich habe jetzt noch herausgefunden, dass wir... Oder mich daran erinnert, dass wir noch mit Julie reden müssen. Und ja, wir können anscheinend wieder mit ihm reden. Ja, wenn euch Kashyyyk so gut gefiel, warum wollt ihr den Planet verlassen? Fängst du schon wieder damit an? Ja, ich kann kaum glauben, dass ihr die Wookies nur wegen irgendeines Abenteuers zurückgelassen habt. Wie soll ich dir das erklären? Ich versuche es mit einer kleinen Geschichte.
Ah, nicht schon wieder eine Geschichte, nein. Könnt ihr nicht einfach mal einmal die Frage beantworten? Du hältst jetzt mal die Klappe. Ich habe auch deine Fragen über mich ergehen lassen. Und jetzt hörst du dir gefälligst meine Geschichte an, verdammt. Wo war ich? Ah ja, die Geschichte. Beinahe hätte ich sie vergessen. Das würde dir so passen, was? Also gut. Ein junger Mann sieht in seinem kleinen Dorf eine schrecklich giftige Schlange. Nervös beobachtet er sie, bis sie verschwindet. Der junge Mann folgt der Schlange in die Wälder. Er schlägt die Zweige für sie zurück, er hilft ihr über Hindernisse und er füttert sie sogar. Aha, das ist eine sehr lange Geschichte. Ruhe. Der junge Mann folgt der Schlange viele Tage und Nächte, bis die beiden schließlich eine riesige Wüste erreichen. In der Wüste überkommt die Schlange der Hunger. Sie dreht sich um und beißt den jungen Mann. Schon bald entfaltet das Gift seine unheilvolle Wirkung. Da sieht die Schlange den sterbenden Jungen neugierig an und fragt: Warum warst du so töricht, mir bis in die Wüste zu folgen? Und der Junge antwortet: Bin ich dir gefolgt? Ich dachte, ich habe dich von allen anderen weggelockt. Dann starb er. Aha, okay. Und soll ich die Schlange in der Geschichte sein? Tja, genau das möchte ich herausfinden. Aha, er möchte es herausfinden. Ja gut, ich kann euch versichern, dass ich nicht die Schlange bin. Ja, das kann ich euch versichern. Tja, dann wollen wir hoffen, dass du auch nicht der junge Mann bist. Wie gesagt, du musst dein Schicksal erfüllen. Das heißt aber nicht, dass deine Zukunft schon geschrieben ist. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Du selbst kannst dein Schicksal beeinflussen. Und zwar stärker als der arme Andor. So viel ist sicher. Aber auch er hatte einst die Wahl. Im Moment wanderst du auf dem hellen Pfad. Aber wirst du der hellen Seite auch in Zukunft die Treue halten? Wir werden sehen. Es steht mir nicht zu, deine Taten zu beurteilen. Aber ich kann dir helfen, wenn du mich um Hilfe bittest. Ich mache das, weil ich es für wichtig halte. Wichtiger als in meiner Hütte zu bleiben und die Existenz der Galaxis abzustreiten. Deshalb bin ich hier. Tja. Ich danke euch, Julie. Ich bin froh, dass ihr mitgekommen seid. Hey, das bin ich auch. Du bist ein feiner Kerl. Ich hoffe, dass sich für dich alles zum Guten wendet. Also, wir haben lange genug geplaudert. Kommen wir endlich zur Sache, okay? Alles klar, coole Sache. So, haben wir jetzt seine Quest beendet oder brauchen wir jetzt nicht mehr mit ihm reden? Hey, wir haben jetzt wirklich alles geschafft. Also, alle Gesprächsoptionen mit ihm ausgeschöpft. Cool, ja. Dann haben wir jetzt auch endlich erfahren, warum Julie uns gefolgt ist. Er wollte einfach nur sicher gehen, dass wir, naja, vielleicht erstmal nur anfangs sicher gehen, dass wir wirklich nicht der dunklen Seite weiter verfallen. Und ja, hat uns dementsprechend verfolgt, um uns zu beobachten. Und ja, ich hoffe, ihm ist aufgefallen, dass wir, nicht schon wieder welche von denen, dass wir keine giftige Schlange sind, sondern eine Ziege. Nein, weiß ich nicht. Keiner süße Affe. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt sind, genau. Aber auf jeden Fall keine giftige Schlange. Jawohl! Press mein Gift! Fuck, geil. Ich hoffe, das war's jetzt. Und wir brauchen auch keine Schiffsteile mehr. Und hier geht's. Ach, hier geht's zum nördlichen Strand. Da müssen wir jetzt wieder da lang. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich alle Schiffsteile gesammelt haben, die wir benötigen. Weil hier liegen ja auch noch ein paar Wracks rum. Hier gibt es aber keine Teile mehr. Okay. Ja, dann schaue ich mich mal weiter hier unten um. Vielleicht können wir ja direkt zu einem südlichen Strand kommen und müssen gar nicht den Umweg zum Tempel machen. Weil ich sehe gerade, dass wir hier rechts noch abbiegen können. Mal schauen. Nee, Sackgasse. Was ist das denn für ein Scheiß hier? Ja gut, dann sehen wir uns bei den Ältesten wieder. Bis gleich. Oh, was mir noch gerade einfällt. Einige haben ja geschrieben, ich habe ja vergessen, die Rüstung zu prüfen von den Mandalorianern für Kendriss. Und jetzt, wo wir das Teil tragen, da sieht man gar nicht mehr seine Fresse. Sieht ja lustig aus. Auf jeden Fall, ich glaube, das ist eigentlich ziemlich gleich stark. Gleich strong. Wie auch immer. Zu Kylo Nords Kampfpanzer. Gibt uns nur keinen... Moment, nur keine... Nein, das war da gar nicht.
Nur keinen Geschicklichkeitsbonus. Dafür aber einen... Moment. Dafür einen Verteidigungsbonus mehr. Aber ja, ich glaube, ich habe Kalonords Dingens hier aufrüsten können. Und diese Rüstung, weiß ich gar nicht, ob wir die aufrüsten können. Können wir die aufrüsten? Nein. Die können wir eben nicht aufrüsten. Deswegen trage ich die, glaube ich. Ja, ich trage jetzt erstmal vorerst noch Kalonords Kampfpanzer, weil man dadurch noch sein Gesicht sieht. Ist nämlich irgendwie ein bisschen unpersönlich, wenn man das nicht sieht. Und ja, ihr könnt ja trotzdem mal schreiben, was ihr davon haltet, was ich jetzt hier anlegen soll. Aha, alles klar. Werdet ihr mir jetzt also helfen? Alles klar, dann werden wir wohl zusammenarbeiten. Ach so, Aber warum muss ich denn da alleine hingehen? Ja, wenn ich bereit bin, werde ich alleine in den Tempel gehen. Rondi haldonga kuhonga bi, wala kumbes, cheng palamole ton king ba nokonkek. Tukni. Alles klar, ja, ich denke, wir haben eigentlich alle Fragen gestellt, die wir wissen müssen, oder? Haben wir noch irgendwas? Das Störfeld? Nee, oder kann er uns mehr über das Störfeld sagen? Haben wir da schon was gefragt? Takum jostak miki grabel mogo. Kachichu ita haldonga. Tolpa de bong walia gando de nago jocho. Moga japonka. Bola wana chekne. Bamulis limo porana wanga kumbis mulera best. Ja gut. Ich denke, das reicht jetzt an Informationen. Ja, ich möchte den Tempel jetzt betreten. Takum jostak miki grabel mogo. Kachichu ita haldonga. Tolpa de bong walia gando de nago jocho. Moga japonka. Bola wana chekne. Bamulis limo porana wanga kumbis mulera best. Oh nein. Es gibt dunkle Jedi im Tempel. Wie sind sie hineingelangt? Tong hai wam chi chi yuma lipsa ak inko tu.
Tokutabon Walia Gandol den Ara Chucho, Kachincho Ita Audonga, Jumalita Inkutu, Jelomoran. Alles klar, gut, dann würde ich sagen, auf zum Tempel. Yo, 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 ich bin ready. Ingekun oba, Morena Chikon, Tongai Tun Konchen, Nebobo Jemata, Nepon Nash, Dolpe Kikuna, Manama Tota. Akoji Kraton Bola Jeshua Konaton John King no Pampa Mola de Konkile Konkile no Ba Watatime Yokola Unko Molare Tuniburo Rana Prata Dom Kusercha Achu Apenke. Warte, du kannst nicht alleine gehen. Was? Ich muss aber alleine dahin hineingehen. So gebietet es die Tradition der Rakata. Wir hatten eine Vorahnung. Die Macht hat uns eine Vision gewährt. Im Tempel lauert eine große Gefahr. Wir können nicht zulassen, dass ihr euch ihr alleine stellt. Das könnte eine Falle sein. Vielleicht wartet da drin Malak persönlich auf dich. Selbst wenn nicht, wimmelt es in diesem Tempel von dunklen Jedi. Geh da nicht alleine rein. Tja, Julie, ihr könnt nicht mitkommen. Die Rakata werden es nicht gestatten. Dein Schicksal und vielleicht das Schicksal der ganzen Galaxis könnte in diesem Tempel für immer verändert werden. Ich lasse dich nicht alleine gehen. Nicht nach meiner Vorahnung. Es gibt einen Grund für meine Vision. Bindo spricht für uns beide. Ihr müsst den Tempel betreten, doch wir müssen euch begleiten. Also sag deinem Führer, dass er uns gefälligst in diesen Tempel bringen soll. Na, ja gut. Fahrt mit dem Ritual fort. Moja hautaume ya bulki. Kacheska du punta kasa bubaka. Bana oto. Ich habe kein Wort verstanden, aber ich schätze, dein Führer ist störrisch. Wir haben keine Zeit für diesen Mist. Die republikanische Flotte ist unterwegs. Und wir sitzen hier bis zur Deaktivierung des Störfeldes fest. Du musst ihn überreden, dass er uns in diesen Tempel bringt. Ah, ja gut. Ah. Ich kann die Sternspiele nicht alleine zerstören. Sie müssen mich in den Tempel begleiten. Warum habe ich nur das Gefühl, dass das eine Weile dauern wird? Alles klar. Sobald die Schilde ausfallen, müssen wir in diesen Tempel. Manama Tota. Akuji Graton Bola Jeshua Konaton. John King no Pampa Mona de Konkire. Konkire no Pa. Watatime no Kola Unko Murare. Ja, schnell rein! Lord Malak, die Vorbereitungen sind fast abgeschlossen. Jeden Tag hat die Sternenschmiede neue Schiffe für die Flotte. Sie arbeitet 300% über unseren Erwartungen. Die Flotte verteilt sich um die Sternenschmiede und wartet auf eure Anweisungen. Geduld, Commander. Meine neue Schülerin ist bald bereit. Wenn Bastila unsere Flotte erst durch ihre Kampfmeditation unterstützt, sind wir unbesiegbar. Dann werden wir die Kernwelten unterwerfen. Und die Republik für alle Zeit vernichten. Jawohl, Lord Malak. Bah. Das sah ja mal grausig aus. Bah. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich erstmal für diese Folge. Bin der Endling, wir spielen Star Wars Knights of the Old Republic und in der nächsten Folge, wow, werden wir uns hier in den Tempel reinbegeben. Der ist ziemlich groß und der wird vielleicht sogar zwei Parts dauern, ich weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall, ja, freut euch auf derbe Action hier im Tempel und ja, wenn euch der Part gefallen hat, drückt auf gefällt mir. Wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, dann schreibt es doch in die Kommentare und ansonsten sehen wir uns morgen wieder, ne? Bis dann, ciao!